Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Ihr konntet sicherlich schon oben in der Überschrift lesen, es geht heute um ein Outfit of the Day. Und mit dabei sind drei neue Sachen von mir, die ich heute trage, die ihr in meinem Haul gesehen habt. Das verlinke ich euch nochmal hier oder hier, dass ihr da nochmal stöbern könnt. Und zwar geht es in erster Linie natürlich um diesen wundervollen Blazer, der ist von H&M. Der hat hier Nieten sind das nicht, ganz normale kleine Knöpfchen. Ist so ein Karamell, Schoko, Braun, Helles, würde ich mal sagen, so ein Gemisch. Wie Cappuccino sieht das aus, im Pulverzustand. Und hat hier hinten, ganz normal, wie so ein Blazer aufgebaut ist, geht ein bisschen über den Pilcher rüber, hat einen Kragen. Und er war reduziert von 34,95 auf 24,95. Also es gab 30% Rabatt und ich liebe ihn über alles. Der ist so toll zu kombinieren. In dem Fall, was ich gleich vorweg sagen will, es ist natürlich immer Geschmackssache. Das wäre jetzt so mein Stil, so bin ich schon rausgegangen und deswegen kann sich das ja jeder noch selbst zusammenpuzzeln, wie er es gerne hätte. Also der ist aktuell noch vorhanden. Dann trage ich einen Leo-Musterschal. Den habe ich damals geholt von, ich glaube, ich weiß es gar nicht mehr, wie der Laden hieß, Allerlei oder so. Das war so eine Art Nanunana, so ein günstiger Schreibwaren- und Schnickschnackladen. Der ist schon, keine Ahnung, 4 Jahre alt. Und dann trage ich von Esprit mit gerade vorhandenen Katzenhaaren, das lässt sich nicht aus, oder von EDC besser gesagt, so ein schwarzes, längliches Oberteil. Das hat Kurzarm. Hat hier oben an der Brust noch so eine Tasche. Nee, hat es gar nicht. Hier auch nicht, super. Es hat nur hier unten 2 Taschen. Darunter trage ich einfach nur ein schwarzes Top und eine schwarze Uhr. Die ist von Esprit. Diese hier und gleich daneben noch mein Lieblingsaccessoire zurzeit, der Ring von Douglas. Der hat 5,95 Euro gekostet. Gibt es auch noch in vielen, vielen Farben: Grau, Schwarz, Blau und Weiß und Schieß mich tot und Flieder vor allem. Dann trage ich unten eine, ja, so eine Strumpfhosen-Legging, sag ich mal. Die hat eher einen dünneren Stoff, hat aber hier unten so Pailletten, deswegen fand ich die so niedlich. Und die habe ich von C&A, die hat letztes Jahr, habe ich sie, glaube ich, geholt, um die 8, 9 Euro gekostet. Und natürlich meine neuen Kniestrümpfe von H&M, die haben gekostet 7,95 Euro. Und meine heißgeliebten Schuhe, wo sich gerade ein Blatt dran zu schaffen macht. Diese Boots von Umax, die haben gekostet, 25 Euro haben die gekostet. Und die liebe ich auch. Und das wäre jetzt mein Outfit of the Day. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Und als kleine Variante, falls ihr kein Blazerträger seid, könnt ihr das noch so machen. Nämlich so. Also wenn ihr keine Blazer gerne tragt, sondern einfach nur so T-Shirts oder Oberteile und dann mit Westen und draußen spazieren gehen wollt, habe ich diesen Mantel hier, der ist auch von H&M. Der ist wunderschön und ich liebe ihn. Der hat damals 30 Euro gekostet, also letztes Jahr im Herbst habe ich ihn mir geholt. Nee, doch, letztes Jahr im Herbst war das. Und zwar ist er auch so beige, Creme, so eine, wie sagt man zu der Farbe? Camel, helles Camel. Hat hier ganz normal zum Schnüren Knopfleisten und einen richtig hohen Kragen, also richtig hoch, und da kann man sich richtig schön einmummeln. Ist natürlich jetzt ein dünner Stoff, so zum Übergang, jetzt haben wir es. Und ja, den liebe ich auch über alles. Der macht immer sehr, sehr busy, also sehr geschäftlich, sehr feminin, sehr elegant. Wenn man dazu noch ein High Heel trägt, sieht das auch super aus, aber auch so trage ich den super, super, super gerne. Und ja, das waren meine beiden Outfit-Varianten, sag ich mal. Ich wünsche euch heute einen ganz, ganz tollen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.